Mein Name ist Heike Raab und ich darf für das Land Rheinland-Pfalz, in dem ich Staatssekretärin bin, die Rundfunkkommission der Länder koordinieren. Ich glaube, wir haben in Deutschland eines der besten Mediensysteme auf der ganzen Welt. Wir haben einen dualen Rundfunk, nämlich mit dem ganz starken öffentlich-rechtlichen, einem sehr variantenreichen privaten Rundfunk. Wir haben eine tolle Zeitungslandschaft. Und als Medienpolitikerin liegt es mir daran, dass wir in Deutschland im Sinne der Demokratie eben Meinungsvielfalt und diesen Pluralismus erhalten. Und jedes System muss finanziert werden. Und der private Rundfunk wird durch Werbeeinnahmen finanziert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird natürlich durch die Beiträge finanziert. Und 17,50 Euro, finde ich, sind pro Monat ein angemessener Beitrag für dieses gute Programm. Natürlich ist es für uns das Allerliebste, dass der Beitrag auch akzeptiert wird und dass er gesehen wird. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Grundversorgungsauftrag, nämlich die Informationsweitergabe, Bildungsangebote, kulturelle Angebote. Eben das, was auch die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft in Deutschland ausmacht. Und da ist von Seiten des Bundesverfassungsgerichtes, aber auch damals von den Gesetzgebern so festgelegt worden, dass dieser Grundversorgungsauftrag eben mit dieser monatlichen Abgabe belegt werden soll. Ich halte dem entgegen, dass es immer wieder auch Angebote geben wird, sei es die Bundesligaspiele oder Olympische Spiele oder andere Dinge, Unterhaltungssendungen, Nachrichten, die jeder sicher einmal auch gerne sieht, sei es beim Radio hören oder beim Fernsehschauen. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass die 17,50 Euro stehen bleiben und wenn es Mehreinnahmen gibt, dass diese auf Sperrkonten, quasi auf Sparkonten geparkt werden, damit der Beitrag auch in Zukunft langfristig stabil bleiben kann, relativ stabil bleiben kann und im Moment Unternehmen, die Anstalten ARD, ZDF und Deutschlandradio unglaublich große Anstrengungen, auch um sich selber zu reformieren, zu modernisieren und Einspareffekte einzusetzen. Große Chancen bietet die Digitalisierung, die man heute in der Verwaltung und im Management eben gut einsetzen kann. Wir haben schon einmal eine Senkung des Rundfunkbeitrages vor 3-4 Jahren durchgesetzt. Damals waren es 48 Cent und wir haben nicht nur wohlmeinende Mails damals bekommen oder Zuschriften, sondern viele Leute haben gesagt, dass hier ist mal eben ein bisschen mehr als ein Brötchen oder ein besonderes Brötchen. Insofern 30 Cent wird bei Bürgerinnen und Bürgern nicht wirklich als Einsparung wahrgenommen. Entscheidend ist auch für die Akzeptanz nicht nur die Höhe des Beitrags, sondern einfach ein klasse Programm, Qualitätsjournalismus und der ist in Zeiten von Fake News noch wichtiger. Wir haben im Dialog 7 Reformfelder definiert. Das sind auch die Chancen der Digitalisierung nutzen, das Finanzierungsverfahren reformieren, aber auch den Auftrag zeitgemäß weiterentwickeln. Denn wir reden heute auch davon, dass junge Menschen Medien anders nutzen, die Gesellschaft viel mobiler geworden ist und es gibt dort auch sehr viele Überlegungen. Das Stichwort heißt Telemedienauftrag. Was verbirgt sich dahinter? Das ist eben die Nutzung auch des Fernsehens im Internet und das wollen wir auf rechtlich saubere oder auf rechtlich neue Füße stellen.